hier wird dann der Start sein. Hier ist die Startlinie. Geht dann geradeaus ein paar Meter, knapp 100 schätze ich mal. Dann geht es rechts ab, aber erstmal über die Kreuzung. Und das Ganze fahren wir jetzt mal ab. Das sind 2,5 Kilometer die Runde. Es gibt noch ein paar PKWs, die werden hier parken. Die werden aber hoffentlich alle weg sein. Aber wenn das große Feldstraße zum 10 Kilometer Gesamtlaufstrecke, also vier Runden, dann brauchen wir die Breite. Später ist das Feld natürlich auseinandergezogen. Aber am Anfang brauchen wir den Platz. Links und rechts ist dann ganz volksfest. Verschiedenste Wohne, jung oder alt, deswegen verschieden. Machen hier, freuen sich und machen hier eine kleine Party. Und da gibt es noch Musik oder Trommelgruppen. Das habe ich gesperrt, klar. Die Feuerwehr ist hier auch involviert. Polizei. Kommen wir am alten Rathaus vorbei, hier rechts. Wir sehen uns hier leicht schnippeln. Wir müssen jetzt hier den Anstieg hoch. Gärten vorbei und an den normalen Gärten hier rechts. Das Ganze ist natürlich nur spärlich beleuchtet abends wegen 23:30. In ein paar Minuten kommt man hier vorbei. Also normalerweise da oben in der Kurve ein bisschen Licht, also halb rechts. Hier kann man noch mal ein bisschen schnipseln. Sieht aber nicht die Kurve ein, muss hier scharf rum. Und dann gleich wieder ein S. Hier raus, dann geht es links weiter. Wir müssen natürlich anhalten, ob Platz ist. Das ist nicht gesperrt. Dann geht es links weiter. Wir laufen aber auf der linken der Straße, weil hier auf der rechten, wo ich jetzt fahre, kommen die Läufer wieder zurück. Können wir aber jetzt nicht mehr die Straßendecke. Man kann es sich aber vorstellen. Der Berg zieht sich natürlich, also der Hügel, wie immer man sieht, wird immer mehr, es sieht mehr. Wie gesagt, wir laufen weiter links. Der linken Seite. Wir können uns dann natürlich an der Mittellinie orientieren. Diese 90 Grad Kurve um die Ecke, Beethovenstraße, geht noch leicht weiter hoch, wenn die Muskeln schon qualmen. In der Mitte läuft es normalerweise am besten.
Jeans ist überall geflickt. In der zweiten Runde ungefähr werden dann auch schon Leute überholt. Wie gesagt, einmal rechts 90 Grad. Hammerfahrt. Jetzt sind wir am Fallen. Hinwiederum fängt es langsam an zu fallen. Das Gefälle wird mehr, haben wir rechts 90 Grad. Wir laufen einmal in den Block rum. Hier haben wir rausgetragen. Sollte sich dann so Mitte bis links einsortieren. Jeder Zentimeter zählt ja bekanntlich. Und da vorne geht es wieder links in die Hauptstraße. Wir werden auf der linken Seite runterlaufen, was man schon sagen kann jetzt. Man bleibt dann links auf der Straße, auf dem Fußweg. Wenn ich jetzt fahre, kommen die Leute hoch. Alles natürlich ohne Fahrzeuge. Und da vorne sieht man die einzigste, also nach dem Wagen, einziger Kreuzungspunkt, da kommt man dann raus, hier hoch, und wir müssen geradeaus weiterlaufen. Da muss man dann aufpassen. Hier fängt der Anstieg an, der progressiv mehr wird. Die Kuppe geht es dann wieder rechts. Man muss ja gleich rechts weiter orientieren. Hier geht es dann rechts runter. Wobei man hier wieder noch linksseitig laufen sollte. Und auf der linken Seite wieder fahrbar, weil wir gleich wieder links weiterlaufen. Hier kommen wir dann auf den Abschnitt einmal Richtung Zeitnahme für 200 Kilometer und einmal Wendepunkt beim Schwarm. Also Schwan. Wir laufen auch wieder links hier wieder raus und wieder links abzubiegen da vorne. Der Schwan ist in die Mittelstand, die hätte ich so gefahren. Das ist dann die zweite Runde. Also viel Spaß bei der Veranstaltung heute. Nacht und viel Erfolg.